Und wir sehen in der Pistol Round, haben wir direkt ein 3 gegen 3. Twist, Stewie, Nitro gegen Sipex, Majisk und Glaive. 60 Sekunden auf der Uhr. Zwei Mann auf A, einer auf B. Team Liquid eher in Richtung Mitte fokussiert. Stewie. Ja, sie lassen sich Zeit. 40 Sekunden auf der Uhr. Richtung Rang rein. Xipex, Glaive, erfolgreich jeweils ein Frack und Nitro allein gelassen. 20 Sekunden, ein 1 gegen 3. Ist Macher mit der USP. Nur dafür braucht er entsprechend viel Durchhaltevermögen. Na, push jetzt Richtung Spot. Sieht's der stehen. Aber die Shots gehen halt einfach nicht rein. Nitro versucht's vergeblich. 5 Sekunden, Zeit ist um. Überall stehen sie. Stairs, Lang, Toilets. Und es ist der erste Erfolg. Die erste Runde auf dem Konto von Astralis. Team Liquid bleibt in der Pistol Eco Round, beziehungsweise gibt die Triple Deagle plus Scout Kevlar für Stewie. Astralis, Doppelfarmers, eine M4, Doppel-UMP, ein Kit by Dupree. Und dafür tue ich ein paar Granaten in der Hand. Eine einzige Flash bei Stewie. Neff, tolles geschafft. Ein bisschen pre-firen, ein bisschen early damage machen. Vielleicht damit natürlich auch einen ersten Vorteil ziehen. Denn bislang. Tja, bislang kam da noch nicht wirklich viel bei rum. Langsam eingenommen. Connector läuft nochmal runter. Hier wird ein bisschen Infos zu holen, vielleicht Richtung B-Short das Ganze zu verlagern, um da irgendwie Astralis aus der Reserve zu locken. Aber da natürlich gerade die UMP auf Lang. Für den direkten Trade gut. Ah, Dupree muss auf Lang noch was setzen. Stewie angeschossen. Doppelkill Dupree. Und Xipex mit der M4, der Spraydown. Na, muss er nochmal nachjustieren. Nerv bekannt. 60 die Diegel. Bomblet angefängt. Reicht aber nicht, um der Existence, um der Xipex aus der Reserve zu locken. Es ist das 2-0 für Astralis. Team Liquid, ja, sie müssen eigentlich nochmal in die Pistoleco rein. Also nochmal ein paar Pistol-Upgrades, vielleicht ein paar Deagles, ein P250, CZ, vielleicht auch ein, zwei Granaten in die Hand. Und wir sehen Neff mit Kevlar-Helm, Elish mit Kevlar, aber eben keine Nades. Ja, wirklich nur eine einzige Flash bei Stewie, die jetzt noch spät investiert wurde. Na, eine schnelle Belang Smoke, Micke ebenfalls gesmoked. Device mit einer ersten Granate, fliegt ein bisschen zu weit und daneben kommt Connector raus. Device versucht es da. Auf die Close Distance mit der UMP muss aufpassen. Mitte kommt rum, Connector steht. Elish, Dupree. Kurz, Toilets. Nächster hoher Flash und immer noch P250, CZ, Deagle bei Team Liquid. Device, Dupree, jawohl, mit zwei Vorzahlen den dritten Frack gesetzt. Gibt den ersten Trade für Twist, aber instant kommt der Psychos um die Ecke. Das ist nur noch Neff. Und der steht auf Belang. Glaive hat ihn gespottet. Ah, die UMP-Shots sitzen nicht so 1A. Sollte trotzdem reichen. Ah, Neff bekommt die Shots. Und dann muss es Majisk auf kurz machen. 3-0 Astralis, guter Start auf Overpass. Und jetzt kommt es zur ersten Barround bei Team Liquid.
Scheint die Doppel-SG zu geben. FNAF und Elish. Erstmal keine AWP, genauso wie bei Australis. Und Jisk bleibt bei der UMP. Device bekommt die Auk in die Hand. Bauen das da sehr, sehr. Offensiv auf Australis. Doppellang. Device schaut Mitte in Richtung Aufgang. Nur da kommt erst spät was rum und Device weiß, man darf jetzt auf gar keinen Fall diese erste Überzahl herschenken. Bloß defensiv durch Richtung Spot, defensiv. Die Verteidigung wieder aufbauen und möglichst Team Liquid dann erst nur im Notfall oder im Ernstfall einen Trade zu sprechen. Wenn sie jetzt einfach natürlich defensiv zusammenstehen, traden, ist auch die vierte Runde eigentlich gar kein Thema mehr. Team Liquid tastet sich langsam in Richtung Toilets. Wird auch immer noch Dupree mit der Hilfe von Device. Stewie. Also riskieren ersten 1-2 Blicke. Stewie raus, runter 8 AP. Dupree biegt nach. Doppelkill. Bombe down. Weniger als 50 Sekunden. Wenigstens Twist mit einem ersten Trade mit Hilfe von Elish. Und Nath wird allein gelassen. 1-4 wieder diese deutliche, diese prekäre Unterzahl für Liquid. Und Nath ist bekannt. Toilet steht noch. Connector könnte gleich reinlaufen. Bombe kann er aufnehmen. Jetzt nochmal 1-2 hohe Flashes hoch. Nath versucht es. Close. Die Steps hören sie. Xiplex steht rechts. Und Nath ist raus. 4-0 Australis. Nochmal das Replay von Dupree mit der Hilfe natürlich davon Device. Und man scheint gerade am Anfang auf Overpass nichts mehr von diesem knappen Game auf das 2 zu sehen. Zumindest von dieser Dominanz, die da Team Liquid ausgestrahlt hat. Auf Overpass scheint es ein bisschen zu dauern. Kevlar, Pistols, eine MAC-10 und 5 Mann straight Richtung B-Spot. Stelle Granaten raus Richtung Spot, Richtung Kurs. Man den Feuerlöscher eingesetzt. Man Jizz mit einer Granate, könnte vielleicht noch viel Schaden machen. Twist auf 50, genauso wie Stewie auf 60. Und sie können nicht durch. Molotov ist gut. Nitro überlagen über Monster, vielleicht mit einer Möglichkeit auf den ersten Trade, aber weiterhin so die Überzahl. 5 gegen 3, 5 gegen 2 für Astralis. Und da kommen sie mit gedoppelt. Nav, keine Chance. Nicht mit den Pistols. Astralis. Ah, sehr, sehr fokussiert. Und klar, natürlich jetzt bei Team Liquid nochmal Gesprächsbedarf. Die müssen dringend etwas ändern. Ah, die brauchen dringend den ersten Erfolg auf Overpass. Team Liquid, offensiv, Device. Und sie warten diesmal. Diesmal das Ganze langsam anspielen, möglichst defensiv und da nicht durch irgendwelche offensiven, riskanten Aktionen die ersten Spieler verlieren. Versucht ein bisschen zu pre-firen, gerade Richtung Connector. Nur da zieht sich auch ein Stewie relativ schnell zurück Richtung Mitte. Vielmehr bereit, währenddessen man B defensiv abaimt mit Nitro. Gibt ein paar erste Molotovs Richtung lang, Richtung kurz. Könnte ich da nochmal reinschauen. Nav hält hinten den T-Spawn. Weniger als 50 Sekunden auf der Uhr. Device mit der AWP. Ah, runter schon auf 40. Hat auch schon gut Schaden eingeschneckt. Aimt hinten Richtung lang, warte in den Cross-Up. Nächste Granaten Richtung kurz rein und dann steht man auch schon im Connector. Dupree, oh, mit dem Timing kann er ja richtig viel Impact haben. Schnappt sich jetzt Nav und zieht sich instant in den Connector zurück. Twists überlang. Elish springt nach vorne wie so ein Hoppelhäschen. Und das sind Elish und Nitro. 20 Sekunden. Bombe auf lang, da muss man erst noch recovern. Ansonsten gäbe es keine Möglichkeit. Xipex, close distance am Truck, schnappt sich einen, schnappt sich zwei. Und wieder kein Erfolg für Team Liquid. Astralis spielt das sowas von sicher runter aktuell. Da merkt man überhaupt keine
Defizit, überhaupt keine Nervosität. Oder eben, dass man gerade auf das 2 so deutlich verloren hat. Mitte, offensiv, Dupree, Twists. Ah, Connector durch, die Stats hat man durch ihn gehört bei Astral. Es könnte vielleicht mit ein paar Granaten das Ganze auffallen. Molotov kommt ein bisschen spät, Dupree am Prefern, aber auch Neff. Ah, kann da ein bisschen Schaden traden. Stewie. P250, Triple CZ, der Deagle. Wieder die ersten Smoke-Fix-Punkte. Alle 5 Mann über kurz. Natürlich, da müssen dann gerade Device und auch ein Dupree delivern. Und jetzt kommen sie. Smokes rein Richtung Spot. Instant-Defensiv-Granaten. Smoke-Molotov kurz geworfen. Toilet. Sniper brennt an. After das immer close Richtung Spot zu laufen. Aber Dupree hält noch natürlich den Cross. Xipex, Dupree, guter Schaden, Twist, runter, unter 30, genauso auch wie Stewie. Sie versuchen es Richtung Spot, die Bombe irgendwie ist aufzukriegen, Richtung Side, aber keine Chance. Elish, die Deagle, von 2 für Close Distance, 1 gegen 2, der steht, lang steht, Elish. Und dann ist die Deagle leer und die Weiß bedankt sich. 7-0 Führung. Das sind fast schon Verhältnisse wie auf Inferno. Wo wir eben diese 12-3 Halbzeit hatten und sofern sich da gerade bei